Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Das wird ein spezielles Video, die nächsten Videos werden auch speziell. Und zwar bin ich an der Deuler in Kempen, hier im Rheinland, in der Nähe von Düsseldorf-Duisburg, auf der Westseite des Rheins in Kempen. Und da mache ich jetzt gerade den zweiten Teil meiner Greenkeeper-Ausbildung zum geprüften Greenkeeper, den sogenannten B-Kurs. Den A-Kurs habe ich ja schon absolviert, da habe ich euch ein paar Videos gemacht, was ich im A-Kurs gelernt habe. Jetzt bin ich im B-Kurs und in diesem kurzen Video möchte ich euch berichten, was hier drankommt in den 3 Wochen. Wir haben heute Mittwoch, also wir haben bereits 3 Tage rum und am Samstag werde ich hoffentlich, wenn ich es schaffe, ein bisschen ausführlicher berichten, was wir so hier lernen. Und ja, und heute nur halt kurz die Themen dieser nächsten 3 Wochen. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Also, 3 Wochen intensive Ausbildung. Das fängt an mit der Bodenbiologie. Also, was steckt im Boden drin? Wie viele Pilze, Bakterien, Lebewesen stecken im Boden drin? Um mal gleich hier so eine Zahl zu nennen, in 1 Hektar Boden. Also wenn man 1 Hektar, 10.000 Quadratmeter Boden sich anschaut, dann befinden sich in diesem Boden ungefähr 15 Tonnen Lebewesen. 15 Tonnen Lebewesen in 1 Hektar Boden. Das ist eine Menge. Also da kreucht es und fleucht es, obwohl der organische Anteil am gesamten Boden nur ungefähr 2 bis 10% beträgt. Also nur 2 bis 10% Organik. Der Rest ist mineralisch, also Steinchen und Co. Ja, dann die grundlegenden Dinge zum nachhaltigen integrierten Pflanzenschutz. Das heißt eben ohne Chemie die Pflanze schützen. Was kann man da tun? Das fängt tatsächlich, ich verrate es euch jetzt schon, bei einer guten Pflege an. Und es fängt an bei guten Bodenverhältnissen, bei gleichmäßiger Düngung und so weiter. Werde ich noch ausführlicher berichten. Dann kommt das, ich habe es schon hinter mir, ich bin heute ist Mittwoch übrigens, Mittwochabend, 3 Tage schon Ausbildung hinter mir. Es ist anstrengend, viele Fachbegriffe. Ja, dann das Thema Rasenkrankheiten, das war sehr spannend, hatten wir heute den ganzen Tag Rasenkrankheiten. Welche Rasenkrankheiten können auftreten? Wodurch wird das Blatt, wird die Wurzel geschädigt? Boah, also wenn ich jetzt auf meine Rasenfläche oder an meine Rasenfläche denke, ich kann sie ja gerade nicht sehen, dann muss ich sagen, da steckt noch viel Arbeit drin. Da sind tatsächlich auch höchstwahrscheinlich viele Krankheiten zu erkennen, die ich im Vorfeld überhaupt nicht als Krankheit wahrgenommen habe. Sehr spannend. Dann machen wir morgen, also am Donnerstag, geht es um technische Innovationen. Da geht es tatsächlich in erster Linie um UVC, also um das Beleuchten der Rasenfläche mit UV-Strahlung. Ganz modernes Thema. Damit sterilisiert man zum Beispiel auch Wasser oder Behälter in der Lebensmittelindustrie. Wird auch schon für Rasenflächen angewendet. Dann nächste Woche geht es weiter mit dem Themen Schäden und Reparaturmaßnahmen an Sportplatzflächen. Also na klar, Sportplatzflächen werden intensiv genutzt durch die Sportler. Und dann gehen sie kaputt und dann muss man sich halt überlegen, wie man die schnell wieder in einen guten Zustand kriegt. Dann haben wir noch den zweiten Teil zum Thema Gräserkunde. Also Gräserfrüchte unterscheiden können, Gräser an im nicht blühenden Zustand, an dem Blatt und Co. erkennen zu können. Machen wir nochmal intensiv. Dann gibt es das für mich allerwichtigste Thema, auf das ich jetzt schon lange gewartet habe, nämlich das Thema Pflanzenernährung. Also Nährstoffe für die Pflanze. Wie dünge ich richtig? Was bewirken die Nährstoffe? Da freue ich mich schon richtig drauf. Was sind Langzeit-, Kurzzeit- und synthetische, mineralische, organische Nährstoffe und wie sind sie sinnvoll einzusetzen? Ich gehe mal davon aus, darum geht es. Dann haben wir
in der dritten Woche schon das Thema nochmal intensiv Beregnungstechnik. Also Beregnung ist ja ein Riesenthema, gerade auch natürlich auf Sportplatzflächen. Wenn wir ganz viel darüber hören, dann nochmal zum Thema Baumaßnahmen, Baufehler und Bodeneigenschaften, also ne, Bodenaufbau. Gilt natürlich insbesondere für Sportplatzflächen, aber können wir sicherlich auch vieles für unsere Rasenflächen von ableiten. Wie erkenne ich Fehler beim Bodenaufbau und was kann ich natürlich tun, um solche Fehler letztendlich zu vermeiden? Oder dann, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um die Bodenverhältnisse zu verbessern? Und am Ende der drei Wochen gibt es dann das super spannende Thema, leider nur am letzten Tag. Das finde ich ein bisschen schade, nämlich die Disturbance-Theorie. Die wird uns mal erklärt. Was heißt das? Disturbance-Theory. Ich versuche es mal Englisch auszusprechen, nur lieber nicht. Ja, das heißt nachhaltige, stickstoffarme Rasenpflege. Den Rasen noch weniger stressen, auf andere Grassorten umstellen. Sehr, sehr spannend. Ja, das sind die drei Wochen. Das wird es jetzt in den nächsten Wochen auch für euch in Auszügen geben. Das Spannendste werde ich natürlich berichten. Was ich schon am Anfang sehr interessant fand, der integrierte Pflanzenschutz ist fester Bestandteil der Pflanzenschutzgesetze seit 2012, also ein Muss. Und in Deutschland gibt es die schärfsten Pflanzenschutzgesetze in Europa. Also das heißt im Grunde genommen, immer weniger Mittel sind noch erlaubt. Wir müssen uns überlegen, habe ich ja schon gesagt, was passiert, wenn es irgendwann überhaupt nichts mehr gibt, was man auf die Fläche spritzen darf. Und wie kann ich dann trotzdem für eine schöne Rasenfläche sorgen? 2012 wurde das Gesetz aktualisiert und ja, Deutschland hat auch die schärfsten Kontrollen. Weltweit weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in Europa. Also da werden die Sportstätten, die Golfplätze werden genauestens kontrolliert, dass da nicht irgendwelche unerlaubten Mittel eingesetzt werden. Und das finde ich auch ziemlich cool. Genau. So, vielleicht noch einen Spruch, einen schönen Spruch hier für euch zum Schluss. Ach ja, genau, der war gut von einer Dozentin. Das Oben lügt. Also das, was ich oben sehe, ist nicht immer die Wahrheit. Also sagt nicht wirklich aus, ob es meinem Rasen gut geht oder nicht. Also wieder mal, wir müssen in den Boden reinschauen. Bleibt dran, ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis denn, tschüssi. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt, dann ist das hier mein neuestes Video. Und dieses Video, das hat der Algorithmus extra für euch ausgesucht. Und wenn ihr die Videos gut findet, gebt mir gerne einen Daumen. Und wenn ihr mich abonniert, freue ich mich. Ist auch völlig kostenlos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.